Willkommen zurück. Wir wollen jetzt hier, nachdem wir das hier nochmal schließen, hier in unseren Haustexturen unser Beton hier vervollständigt haben, wollen wir jetzt all die restlichen Bereiche noch einfärben. Dazu ist erstmal alles zusammenzusehen, was irgendwie Putz oder Beton ähnlich ist. Dafür haben wir hier einmal diese Textur, Plaster, die wir hier jetzt einmal hinüberziehen wollen und etwas kleiner skalieren wollen. Und die verteilen wir mal einfach in all den Bereichen, wo hier Putz ist. Dazu kriegen wir erstmal eine neue Gruppe. Plaster. Und die kommt natürlich in die House Textures mit rein. So, hinter dem Beton. Und diese Textur, die kopiere ich aber ein paar Mal und setze die hier schön aneinander. So dass die hier unsere gesamten Bildbereiche ausfüllen. Hier oben noch was, hier noch was. Und auch hier im Vordergrund soll es nicht zu kurz kommen. So, nun haben wir hier alle Bereiche, wo noch Reste sind, die Dinger verteilt. Das sind jetzt eine ganze Menge Ebenen, die können wir aber einfach alle mit Shift auswählen. Also auf die erste klicken, Shift gedrückt halten, auf die letzte klicken und dann mit Steuerung E zu einer Ebene vereinen. Und können jetzt die Auswahl treffen, wo das Ganze dann tatsächlich sein soll. Und dazu blende ich sie mal aus, sind mir gerade ein bisschen im Weg, und gehe in meinen Konturbereich, um mit dem Zauberstab-Tool die Auswahl zu treffen. Und das ist all das, was hier noch so übrig bleibt. Das Gröbste haben wir ausgewählt und jetzt gehen wir da nochmal mit dem Lasso-Tool bei und räumen das ein bisschen auf. Einmal, um so Bereiche hier zwischen aufzuräumen. Aber auch um Bereiche auszuwählen, an die wir nicht so ganz rangekommen sind. Wie hier diesen Teil. Denn auch, was so hier oben drauf liegt, soll in dieser Textur gemacht werden. Diese Kante hier auch. Kam ich mit dem Zauberstab nicht so ganz rein. Hier habe ich noch Bereiche vergessen.
Und auch hier an der Treppe die Teile, die hier so zwischenliegen. Und leider ist es ein bisschen umständlich auszuwählen. Aber da kommen wir nicht drum rum. Hier können wir einfach reinspringen. Was vom Felsen verdeckt wird, interessiert uns herzlich wenig. Und auch hier zum Beispiel diese kleine Untersicht hier, an die wir uns nicht so ganz mit dem Zauberstab rankommen. Auch die können wir jetzt der Auswahl hier hinzufügen. Hier haben wir noch so Bereiche. Und natürlich dieser hier noch, da nehme ich nochmal den Zauberstab zur Hilfe. So, schauen wir noch einmal über alles rüber. Hier haben wir noch so einen kleinen Rest. Aber dann haben wir, glaube ich, alles ausgewählt. Alles, was hier Beton ist, da kann ich die Auswahl einfach drüber machen und das deckt das natürlich am Ende ab. Hier vielleicht noch so ein kleines Ups, ein kleines Stück. Wenn ich später noch was finde, kann ich es dann immer noch hinzufügen. Jetzt gerade bin ich damit erstmal zufrieden. Ah, hier noch. Aber nun kommt all das in eine Maske. Ups, am letzten Punkt habe ich vergessen, Shift zu drücken. Das muss ich natürlich machen. Sonst legt er eine neue Auswahl an. Also Steuerung Alt Z, um zurückzugehen. Mit Steuerung Shift Z geht man übrigens Schritte wieder nach vorne. Nun haben wir all diese Bereiche, die eben noch Putz sind, und können jetzt hier mit dem Bodenbelag an dieser Stelle und an dieser Stelle weitermachen. Dann bleiben uns noch sowas wie die Fensterrahmen und hier dieses Stahlprofil und dann die Fenster selbst. Und dann haben wir auch diesen Bereich fertig. Öffne mal wieder meinen Texturenordner hier. Und hier haben wir einmal Tiles, das ist unser Untergrund für hier. Und einmal Woodfloor, das ist unser Untergrund für hier hinten. Und dafür legen wir erstmal wieder eine neue Gruppe an. Ups. Hinter dem restlichen Kram natürlich. Und die Gruppe nennen wir wie Boden. So, ich ziehe mir jetzt mal hier direkt meine Tiles hinein und richte die hier schon mal so grob aus. Kann ich auch direkt im hereinbringen, aufs Verzerren stellen und hier schon mal so hinklappen.
erstmal so eine ungefähre Annäherung zu kriegen und dann gehe ich rein und positioniere die Ecken genau. Wie gesagt, hier kann ich ein bisschen runterrutschen. Dann habe ich am Ende schönere Kanten sogar. Hier muss ich natürlich etwas weiter gehen. Nein, hier auf der anderen Seite muss ich etwas weiter gehen. Hier kann ich genau in die Ecke, das ist die breiteste Stelle davon. Und hier muss ich so weit gehen, dass da hinten die Kante aufgenommen wird. Ah. Ich glaube, das ist close enough, das wird man da hinten nicht mehr erkennen. So oder so. Alles klar. Wie sieht die farblich aus? Hier eigentlich hat sie ziemlich genau die gleiche Farbe wie das. Also passe ich die direkt einmal farblich an. Nochmal Farbton Sättigung. Rücke den wieder darauf ein, wie wir es schon gelernt haben. Und nehme die Sättigung raus und erhöhe die Helligkeit. Wobei die Sättigung rausnehmen mir gar nicht so die richtige Farbe gibt. Also einmal etwas mehr Sättigung und dann gehen wir hier mal durch und schauen. Hier, etwa da, kriegen wir den gleichen Bereich. So dass es so ein wenig grünlich hier wird. So, jetzt haben wir ziemlich genau die gleiche Farbe. Das gleiche machen wir nochmal für diesen Holzboden hier im Hintergrund. Auch dafür habe ich hier eine Textur. Können wir hier hinlegen und auch die schon mal übers Verzerren grob an die richtige Stelle legen, um sie dann zum Nachhinein genau einpassen zu können. Sollte wahrscheinlich hier ankommen. Hier natürlich einmal da rechts die Fluchtkante, aber auch die Kante hier hinten im Kopf haben. So, das sollte passen und das packen wir hier hinter unsere Teils, damit wir 2x2 hier auch einen guten Übergang haben. So, auch der ist mir farblich noch nicht ganz genehm. Also an dieser Stelle vielleicht mal eine Belichtung und den einfach, ups, natürlich wieder einrücken, mit gedrückter Alt-Taste dazwischen klicken und hier ein wenig heller machen. Ja, vielleicht etwas mit der Gamma-Korrektur, den Kontrast ein wenig rauszunehmen. Gut. Nun will ich alles, was Fensterrahmen bzw. dunkler Stahl ist, auch das wähle ich alles wieder mit meinem Zauberstab-Tool aus. Und dazu gehört natürlich auch alles, was hier dieses Stahlprofil hier angeht. Ja, den Rest räume ich dann mit meinem Lasso auf. Hier daran denken, diese durchstoßenen Linien hier, die sind noch eine Glasbrüstung, die an der Stelle sitzt. Von daher gucken, dass die hier die Unterbrechung dann mehrfach mit dem Zauberstab ansetzen, um das richtig mit auszuwählen. So, ich glaube, grob habe ich alles ausgewählt und jetzt nehmen wir uns einfach wieder hier unser Polygon-Lasso
um die Auswahl etwas zu verfeinern. Ups, da habe ich etwas voreilig geklickt. Ah, den Schritt muss ich leider nochmal zurückgehen. Einen einzelnen Schritt kann man auch mit Steuerung Z zurückgehen. Sobald man mehrere Schritte zurückgehen will, braucht man Steuerung Alt Z. Ich wähle einfach mal hier direkt alles an diesem Stahlträger aus, was das Lasso übersehen hat. So, ich glaube, soweit habe ich alles ausgewählt, so dass ich nun auch hier in unserem House Texture Ordner einen Ordner Rahmen anlegen kann. Und in den packe ich eine leere Ebene einfach mal rein und all das, was in meiner Auswahl gerade ist, packe ich hier in diese Maske. So kann ich diese Ebene jetzt mit einer Farbe füllen und kann die im Zweifelsfall im Nachhinein nochmal verändern. Und ich nehme hier ein ziemlich dunkles Grau, also Anthrazit. Und natürlich muss das hier die Hintergrundfarbe sein, damit ich das Ganze dann einfärben kann. Hier sehe ich schon, habe ich noch was vergessen, muss ich gleich nochmal hinzufügen. Und vielleicht ist die Farbe noch ein klein wenig zu dunkel. Schon besser. Hier stimmt auch noch irgendwas nicht. Das hier sollte eigentlich zu unserer Putztextur gehören. Die liegt hier. Fügen wir das der nochmal hinzu. Und dieser Bereich hier des Profils wurde ausgelassen. Also wählen wir den nochmal aus und fügen die unserer Stahlfläche hinzu. Und die kommt hier hin. Alles klar. Was jetzt als nächstes noch fehlt, sind Flächen für A, die Fenster und B, unsere Wasserfläche. Einfach um dann eine Fläche anzulegen, auf der wir später arbeiten können, um dann die Spiegelungen aufzubringen. Und bei den Fenstern, die Reflexion, die dann später aufgebracht wird, die muss natürlich etwas transparent sein, sodass man in das Fenster quasi hineingucken kann. Aber wenn es Tageslicht ist, dann sehen Fenster fast immer schwarz aus. Wenn man draußen steht und bei Tag in ein Fenster guckt, dann wird man sehen, dass es da drinnen ziemlich dunkel und da drauf ist etwas Reflexion. Das heißt, wir werden hier so ein sehr dunkles Grau
mit einem leichten Blaustich vielleicht aufbringen. So, ich wähle mir wieder meine Konturebene aus und wähle jetzt alles, was hier Fenster ist, aus. Upsala. Zweimal hintereinander verklickt, jetzt aber. Ist immer ganz nett, wenn man für solche Zwecke in das Bild reinzoomt, merkt man auch, wo man sich überall, wo man noch überall unsauber gearbeitet hat und wo man gleich nochmal nacharbeiten kann. So, die Fenster habe ich zunächst alle ausgewählt und kann jetzt wieder da, wo hier noch das Ganze durch Zwischenstücke unterbrochen ist, mit dem Polygonlasso aufräumen. Hier zum Beispiel sehe ich, es ist nicht ganz sauber, hier ist es nicht ganz sauber. Da kann ich gleich auch nochmal in unsere Rahmenfläche reingehen, um die noch einmal aufzuräumen und mir all diese Stellen nochmal genauer angucken. Gehen. Mit diesen Ecken hat er immer Probleme, die auszuwählen. Und jetzt ein neuer Ordner. Glas. Und auch da lege ich wieder eine Maske an und wähle mir jetzt so eine ganz dunkelgraue Farbe mit einem ganz leichten Blaustich aus, um das Ganze hier entsprechend zu füllen. Gut. Jetzt, wie gesagt, nochmal meine Rahmen hier aufräumen. Hier hinten fehlt nämlich zum Beispiel noch ein kleines Stück. Und hier sieht es etwas komisch aus. Sieht es allgemein noch etwas komisch aus, aber das wird am Schluss noch mit aufgeräumt. Denn was wir jetzt schon sehen, sobald wir unsere Konturen hier ausblenden, kriegen wir hier so weiße Ränder, aber die kriegen wir am Schluss auch ganz gut wieder weg. Und lege ich noch eine Fläche hier für das Wasser an. Da eine neue Gruppe. Wenn ich das Ganze als Maske drin anlege und dem Ganzen jetzt erstmal die gleiche Fläche gebe wie den Fenstern. Und nun habe ich schon mal sämtliche Flächen im Bild gefüllt und kann im nächsten Schritt weitermachen, mir über die Beleuchtung des Ganzen Gedanken zu machen. Aber bis dahin gibt es dann ein neues Tutorial-Video.